Hallo liebe Freunde, da bin ich wieder, euer Papillon, zu einem neuen Location Guide. Und zwar befinde ich mich wieder hier am Baum und wir wollen diesmal nach Nordost zu der bisschen erhöhten Fahne in die Richtung. Und da laufen wir jetzt querfeldein, weil da wollen wir. Oder will ich euch mal zeigen, wo ihr die Signalepistole herkommt bekommt. So, wir laufen hier genau lang. Da seht ihr das nochmal genau, wo wir hier lang laufen. Von der Klippe mit dem Baum. An der Cave vorbei, wo wir den Tauchausrüstung hergeholt haben. Einfach querfeldein. Da waren Eingeborene. Die sich an uns gütlich tun wollen. Doch das wird dieses Mal nichts. Und schon sind wir hier am großen Trichter. Hier schlagen wir mal die nördliche Richtung ein. Da oben sind wir, wie ihr sehen könnt, und sprinten über den Damm. Oh, da sind natürlich auch wieder Eingeborene. Und sprinten hier über den Damm in nördlicher Richtung. So, da sehen wir schon den Berg. Und da müssen wir den nordöstlich uns halten. So. Hier sind wir gen Norden. Und wir müssen durch das Dorf uns nordöstlich genau halten. Und natürlich sind da auch wieder welche im Dorf. Eingeborene. Wahrscheinlich treffen wir auch noch auf Krokodilen. Auf Krokodile. Da waren eben welche. Lang gelaufen. Wir müssen hier hoch uns nordöstlich halten. Und wir kommen ins Schneegebiet. Ja, ihr seht ja ungefähr auf dem Kompass oder auf der Karte, wo ihr hin müsst. Und hier sind wir im Schneegebiet. Und hier geht es hoch. Hier ist ein kleiner Weg hoch. Und wie ihr seht, hier ist das Flugzeugcockpit mit dem Piloten. Wir sind genau hier auf der Karte.
So ist es, wenn wir in nördliche Richtung gucken. Links von uns der hohe Berg. Ja. Und was kriegen wir hier Schönes? Hier kriegen wir in diesem Cockpit die Flare-Pistole oder die Leuchtpistole. Ist ganz gut gegen Kannibalen. Man kann sie in Brand schießen. Da seht ihr, hier haben wir die Leuchtspur, das Leuchtspurgeschoss abgeschossen. Es leuchtet halt rot. Aber wie ist das? Müssen wir immer eine neue Leuchtpistole einsammeln, wenn wir was verschießen? Nein, liebe Freunde. Das habe ich auch erst, wurde mir gezeigt. Ihr müsst die hier vorne hinlegen, die Leuchtpistole. Und dann müsst ihr eine Leuchtfackel nehmen. Und das könnt ihr kombinieren. Das ist die Munition für die Leuchtpistole. Wie ihr seht, den Vogel sofort in Brand geschossen. Und wenn ihr was verschießt mit der Leuchtpistole, ihr mit einer Leuchtfackel, könnt ihr die Munition auffüllen. Die Leuchtfackeln findet ihr in verschiedenen Höhlen. Zum Beispiel in unserer Höhle, wo wir immer in unsere Lagerhöhle. Und hier seht ihr mal die Funktionsweise. An Kannibalen. Ja, der braucht ein bisschen länger, der Große. Drei Schüsse, aber dann ist er hin. Also, eine gute Distanzwaffe, um wirklich die Kannibalen auf Entfernung zu halten, kann ich nur jedem empfehlen, sich hier eine Leuchtpistole zu besorgen. Hier im Flugzeugwrack, im Schneegebiet. Ich zeige es euch auf der Karte nochmal. Hier oben genau. Ja, und wie kommt man am besten runter? Indem ihr den Schlitten nutzt. Schlitten ist der Schildkrötenpanzer. Den Schildkrötenpanzer könnt ihr, wie gesagt, als Schlitten nutzen. Macht Spaß. Downhill. Wie gesagt, ihr habt ein Affentempo drauf. Kannibalen sind ganz überrascht, die haben sowas noch nicht gesehen. Sowas Geiles. Kann man denen auch nicht verübeln, den beiden. Ja, ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe, ihr findet auch die Leuchtpistole. Ist ein nice to have, was euch wirklich in mancher Situation den Arsch retten kann. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Das ist wirklich nice to have, was
was euch in manchen Situationen rettet. Ja, bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde. Mit mir, dem Papillon bei The Forest.